Naja, ist natürlich offen wie ein Scheunentor hier, wenn die da unten durch. Okay, jetzt muss da eine Mauer bauen. Und hier oben. Dann sollten wir relativ sicher sein. Aber ich müsste dafür erst das Geländer kaputt kloppen, weil ich will jetzt nicht so weit. Obwohl eigentlich, aber ich kann es hier nicht ranbauen, ne? Ne, das stört wieder das Ding. Ja, es ist eben, man muss eben dann alles auseinander knüppeln hier. So, ich wollte ja nochmal schauen. Ich habe schon ganz vergessen, wie war das jetzt nochmal mit dem Fahrrad? Das lässt mir ja mal gerne Ruhe. Was uns da jetzt nur nochmal. Achso, wir brauchen die Werkbank, das war das Ding, genau. Und für eine Werkbank. Dann kommt schon der nächste wieder. Arbeitsstationen. Brauchen wir die Hefte. Okay. Da brauchen wir die Hefte Arbeitsstationen. Warum kloppen die unten? Ich bin so leise hier oben. Oh, ein Dreierknüppel. Oh Gott, das klingt schon wieder so, als wenn die einer durchgebaut. Mach doch nicht sowas. Ich muss mal die Mod hier abbauen, deswegen. So, und die, da mache ich die rauf wieder. Genau. Sehr gut. Da haben wir schon mal eine Dreierkeule wieder. So, haben wir irgendwas wieder Tolles erschaffen? Nö. Fehlt nur was. Ich soll verkohltes Fleisch essen. Das gibt's, da gibt es eine Belohnung für. Das ist ja verrückt. So, warte mal. Wir können ja hier erstmal wieder Kram reinschmeißen. Wo haben wir denn unser erstes? Ja, das machen wir auch erstmal hier rein. Ich würde mal, ich habe noch zweimal Eier mit Speck, okay. Machen wir das erstmal hier rein. Hier zu futtern haben wir ja auch noch was dann zur Not. Ich muss dann wahrscheinlich nächsten Morgen erstmal zurück zu unserer alten Bude. Die wird mir jetzt gar nicht mehr angezeigt, weil ich jetzt hier den Gebietsblock habe. Wa? Heißt das, da sind jetzt wieder Zombies, die mein ganzes Haus dann kaputt machen? Na, dann ist es so. Das ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt hier wohnen. War vielleicht gar nicht so schlau, das da rein zu basteln, oder? Hm. Umso spannender ist ja die Frage, was ist denn da jetzt? Wenn da Zombies sind, ist ja okay, solange die nicht meine Sachen kaputt machen. Ich weiß, wenn man irgendwie das Haus oder keinen Gebietsblock oder sowas reingesetzt hat und dafür gab es eine Quest für dieses Haus, wo man Zombies erledigen sollte. Dann war irgendwie alles weg, was man da hingebaut hat. Das war nicht so geil. Aber gut. Kann uns ja jetzt erstmal hier nicht passieren. Ist das so laut bei euch? Wann hört man denn das Knistern so laut an dem
Mikrofon. Naja, ist damit lieb. Ja, jetzt müssen wir bis 4 Uhr warten. Ich kann hier leider gerade nicht so viel machen. Ich habe es gestern endlich geschafft, das Gamescom-Video zu schneiden. Also zu Ende zu schneiden, weil es waren ja irgendwie 19 Stunden Material. Ich wollte es ja auf YouTube ja wenigstens sehen. In passabler Größe bereitstellen. Also ich habe eine Stunde 11 oder so draus gemacht. Dann habe ich es gestern hochgeladen bei YouTube. Und dann gab es gleich irgendwie bei der Überprüfung des Videos gleich Alarm. Dass da eine Passage drin ist, die gegen das Urheberrecht verstößt. Und ja. Habe ich mir die Passage anzeigen lassen und es war lustigerweise genau die Passage, wo ich mir meine Brillen gekauft habe. Ich glaube das zweite, nee doch das erste Mal, bevor ich sie verloren hatte oder vergessen hatte auf Klo. Und da war doch diese schicke Musik, diese, was war das, Funk-Jazz oder irgendwie so. Genau dieser eine Song, der da lief, der hat wohl gegen das Urheberrecht verstoßen und naja. Aber ist ja die coole Funktion bei YouTube ist ja, die, bevor du das Video veröffentlichst, weisen sie sich ja darauf hin. Und die bieten sogar eine Funktion an, die Musik zum. Nur die Musik zu muten, aber nicht das Gesprochene zu muten. Und deswegen habe ich das da eingestellt und es hat super funktioniert. Also ich habe dann eben keine Musik in der Szene, denn eben ist ja nicht so dramatisch. Aber ist schon krass, da ist man da ewig und dann kommt da so ein Kram bei rum und dann denkt man sich so, puh, mein Gott. Das war ja wirklich bloß 40 Sekunden oder irgendwie so. Also da ist ja nicht mal der ganze Song gelaufen. Aber das, naja. Urheberrecht ist eben eine strenge Geschichte. Ja. Naja, ist es wie es ist. Ist ja grundsätzlich gut, dass es sowas gibt, ja, dass die Künstler da auch geschützt sind. Ja, Punkt. Also man kann ja überall im Game ja diese ganzen Dinger hier abstellen, diese... Aber ich wüsste gerade ehrlich gesagt nicht, wo hier im Raum... Was war das? Achso, meine Pilzspuren. Ich wüsste jetzt gerade hier gar nicht... wo hier sowas sein sollte. Habe ich irgendwas übersehen oder muss ich da nochmal hoch? Hm. Hm, wahrscheinlich auch schon drin. So, ich höre schon wieder Zombies. Ruhig verhalten. Hm. Hier war unser Haus oder so, ja? Ja. Auf jeden Fall meinen Rucksack leeren, weil ich will ein paar Sachen wie es noch mitnehmen können. Das Wasser nehme ich mit, weil ich kann ja in der alten Bude erstmal das Wasser abkochen. So, mit meinem Dreierknüppel müsst ihr jetzt ja einfach, müsst ihr ja gut Schaden hoffentlich machen, oder? Ja, es wird ja alles zerlegt und dann wird das ja schick gemacht erstmal für die Übergangszeit. Und ich hatte ja dann immer, sieht man das von der Seite aus? Ja, genau. Das heißt immer, also auf dem Feld hatte ich, beim letzten Game hatte ich meine Festung gebaut. Das hat gut funktioniert. Wollen Sie die Wege nicht so weit, dann hat man hier eben eine kleine Base, wo man eben hier
die Schmieden und so hinbauen kann und hier schön Arbeitsmaterial zusammenbastelt. Ach Mist, ja, haben sie gesagt. Ich glaube aber, dass ich da jetzt nicht mehr rankomme. Weil es ist jetzt aus dieser Liste des Urheberrechtsverstoßes wieder raus, weil sie es ja jetzt gemutet haben. Ich versuche es nochmal rauszukriegen. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht gemerkt. Aber ja. Aber irgendwie ganz witzig, weil es war ja genau der Song, den du so cool fandest irgendwie. Ja, hätte ich mir vielleicht mal merken sollen, ne? Naja, egal. Achso, ich kann die auch noch durchsuchen. Na, das lassen wir jetzt mal. Wir wollen ja erstmal zurück zu unserer alten Bude. Warte mal, das muss ich mir irgendwie markieren, sonst. Warte mal, wie kann ich. Ein schneller Wegpunkt. Okay. 1,4 Kilometer. Los geht ja. Sehr praktisch um die Ecke. Warte mal, hier sind ja noch Briefkästen. Vielleicht können wir ja noch mal schauen. Arbeitsstation war das, was ich brauche. Achso, warte mal, kann ich vielleicht noch schon mal was trinken und essen? Dann ist meine Ausdauer vielleicht auch gleich mal am Arsch. Naja, komm. Wenn ich schon mal hier bin. Oh, hier ist nichts. Ah, ich glaube, ich habe die letzte Mal auch schon. Hä? Seit wann sind die denn? Na egal. Der geht. Nee, das brauche ich nicht, aber nehme ich natürlich trotzdem mit. So, können wir hier so ein bisschen querfeldein? Mal gucken. Immer noch nach Eiern suchen, weil noch sind wir nicht in der Lage, große Gerichte zu kochen. Überrascht, dass wir so viele Eier finden. Achso, wir müssen über die Brücke. Didi. Also ich brauch unbedingt dieses. Ja, hier gibt es bestimmt irgendwie so Hefte, aber ich will jetzt nicht schon wieder den Fokus verlieren. Es ist Tag 10. Meine klar sind noch 4 Tage Zeit bis zum nächsten Blutmond, aber wir haben ja letztes Mal gemerkt, wie schnell das geht. Übrigens gesehen, die nächsten Tage, ich glaube am Sonnabend, Sonntag sind die ganzen anderen bekannten Streamer irgendwie auf der IFA, auf der Funkausstellung gewesen. War ganz witzig, wenn man dann eben genau das sieht, was wo man eigentlich auch überall war. Allerdings haben natürlich einige Streamer besondere Privilegien, weil sie natürlich eine bestimmte Reichweite haben und konnten da ein paar Sachen machen, die wir hätten nicht machen können. Aber naja, gut. So, kleine Erholungsphase. War keine Zombies unterwegs getroffen hier. Müssen wir jetzt mal gucken, was mit unserem Haus da passiert ist, weil jetzt habe ich es ja auch nicht mehr. Ein Sucher hier. Gut, wenn alles weg ist, ist eben alles weg. Kann ich ja nicht ändern. Okay, den Weg sind wir auch gegangen, weil hier ist alles leer. Also eigentlich muss der nächste logische Schritt ja sein, diese 4 Hefte noch zusammenzubekommen, damit wir endlich unsere Werkbank bauen können. Und dann
Endlich ein Fahrer zu haben. Was ist eigentlich mit dem Flugzeug? Wir haben nichts mehr bekommen seit... Also schon eine Weile her, oder? Ich glaube, das eine Mal war viel zu weit weg, da sind wir jetzt gar nicht hin. Es war eingestellt auf alle 3 Tage, meine ich, oder? So. Dass ich hier noch nicht ins Loch gefallen bin, wundert mich eigentlich. So, da vorne ist, glaube ich, das Haus, wo wir ursprünglich herkommen. Da werden jetzt bestimmt wieder Zombies drin sein. Ich weiß nicht, ob die so schnell schon spawnen, aber... Ach, unser Wasseraufbereiter. Können wir den denn wieder... benutzen? Können wir den mitnehmen? Können wir vielleicht mal ausprobieren. Weil das Haus ist ja jetzt offiziell nicht mehr von mir bewohnt. Bin mal gespannt. Ach ja, wir hatten ja irgendwas mit Wasser hingebaut, wa? Das war irgendwie ganz merkwürdig. Okay, noch ist hier nichts. Okay. Kann man den mitnehmen? Ja, sehr gut. Aber ich muss ihn leeren. Okay. Das kriegen wir hin. Hab ich. Da ist nichts mehr drin. Achso, natürlich. Da ist gar nichts mehr drin. Nur 110 Bretter. Nein, du sollst ihn mitnehmen, Mensch. Hä? Ist nichts mehr drin. Ach, weil ich hier noch Lehm und Eisen drin habe. Gott, was soll ich denn damit jetzt anstellen? Na, immer noch 50 Lehm. Toll. Was mache ich denn damit? Kisten kann man immer noch nicht mitnehmen, wa? Nee, das wäre natürlich ein Traum. Komm, ich mach mir schnell das Wasser fertig. Und dann nehmen wir das alles mit. So, das ist wichtig. Eigentlich ist alles wichtig, wa? Federn finden wir immer irgendwie. Hammer habe ich bisher noch nicht. Ne? Oh je, oh je, oh je. Das sind die ganzen Mods. Oh, hier ist ja noch das Futter drin, ne? Hier? Nee. Eier auf jeden Fall. Ach komm, wir essen mal ein Stück verkohltes Fleisch, dann kriege ich doch irgendwie ein Achievement oder so. Siehst du? Wie, jetzt geht's mir nicht gut oder was? Ja, geil. Ja, ich bin so unsicher, was ich alles mitnehmen soll. Was ist das denn? Legendäre Teile, das kenne ich noch gar nicht. Ah, ich muss einfach nochmal herkommen. So. Was mache ich mit den restlichen Leben? Was kann ich da noch bauen? Ich glaube, das macht keinen Sinn, oder? Was ich hier mache. Ne, hier hin. Ich kann ja mit dem Leben nichts anstellen, oder? Ich müsste es genau... Warte mal, was brauche ich denn dafür? 6 Leben? Oh Gott, wieder Rechenaufgabe. Nee.
So, 10 Lehm. Habe ich 50 Lehm geschmolzen. So, wir brauchen... So, 10 Stück. Und für 10 brauche ich 120. Eins ist noch drin, also brauche ich 119. Ach ne, für 10. Hey. Wie geht das jetzt nicht mehr? Das blüht, warte mal. Warum kann ich den Stab nicht teilen? Jetzt macht das. Ey, das war denn vorher anders. Okay, ich habe ja gar keinen Platz. 119 habe ich gesagt. Das war anders machen. Das wird jetzt eine Rechnerei. So. Dann müsste ja rein theoretisch, wenn ich die da reinschmelze. Ey, warum stellen wir mit 100 Leben? Warum? Ach, der macht mehr draus, als es denn ist, oder was? Oh, hör doch auf, ey. Das ist ja ein Scheiß. Wie habe ich denn das da reingemacht? 10, oder? Vorher waren 50 drin, also 10 machen 50. Ach Gott, das muss man ja so blöd rumrechnen. Oh, hör auf. Das hätte man ja auch mit einfacher machen können. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie viel Eisen wir jetzt da rauskriegen. Aber es dauert ja noch eine halbe Ewigkeit. Ne? Lass ich das Ding einfach laufen. Vielleicht muss er die Sachen noch zurückbringen. Wie viel Holz ist denn hier noch drin? 86 Minuten, naja, das passt schon. Naja, komm, wir können ja noch ein, zwei Mal hin und her laufen, ist ja nicht so dramatisch. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich das Ding auch mitnehmen kann. Achso, wir nehmen jetzt natürlich alles raus. Ach, das Wasser, Mist. Wasser habe ich ja hier aufgesetzt. Na komm schon. Das wollte ich auch noch mitnehmen. So. Dann würde ich das aber erstmal ausschalten. Und nehme die beiden Dinger hier mit. So. Na, nun komm schon. Wie, nicht genug Ausdauer, um hochzuspringen oder was? Für alle, das braucht ja Ausdauer. Das ist mit diesem Wasserfisch irgendwie ein bisschen weird. Aber gut. Wo ist denn meine Treppe da hinten? So, sehe ich von hier aus. Ja. Oh Gott, ich bin so vollgeladen, dass ich gar nicht rennen kann. Wie lange wird das jetzt dauern? Naja, wird es heute einen Laufstream bei 7 Days.
So, Leiter. Mann, dann trotzdem. Nee, warte mal, muss ich irgendwie anders machen. Oder geht es? Warte mal. Moment. Wir machen erstmal hier Würfelform. Da sind wir schon. So. Ach Gott. Ach, dann kann ich die Kisten auch endlich mal aufmachen. Ist ja gut. Ist ja gut. Ach du komm schon. Zwei Schläge noch. Drei Schläge. Vier, sieben. Komm. Ah, danke. Das komme ich da nicht durch. Komm schon, ey. Okay, warten wir mal kurz. Warten wir auf Ausdauer. So, endlich drin. So, dann packen wir erstmal die Sachen irgendwie in die Kiste. Das war alles, was wir eh schon hatten. Ich muss erstmal die Kiste hier weiter zu. So, das Wasser können wir hier gleich abkochen. Was brutzelt denn hier irgendwie? Ich habe das Gefühl, dass hier ist irgendwie Feuer an. Ach, da unten wahrscheinlich dieses komische Dingens da. Gasfleck. So, dann können wir jetzt dreimal Wasser abkochen schon mal. Guck mal, was hier drin ist. Von Erntewerkzeugen, okay. Oh, die Autoteilekiste. Nochmal Ernteteile. Ja gut, auch wichtig, aber ich brauche ja Arbeitsstationen. So, einmal haben wir schon. Achso, wie sieht es denn mit Dingens aus hier? Ich brauche ja noch wieder bloß noch 10 Fleisch. Hm, natürlich nicht so viel. Zwei kriegen wir davon. Oh Gott, ja nicht viel. Naja, besser als nichts. So, ich glaube, die können wir erstmal hier lassen. Den Dingern schieße ich sowieso nicht, weil die mir viel zu. Munition nehmen wir mit, falls wir eine wirklich gute Waffe finden. Vitamine brauchen wir jetzt auch nicht, hoffe ich. Ja, obwohl, warte mal, die. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. So, ja. Passt. Hunger haben wir gerade nicht, wir können nur was trinken. Und dann suchen wir mal die Gegend ab. Du bist durstig? Achso. Ich hab doch gerade was getrunken, oder? Naja, egal. So, das braucht eine Minute, da haben wir jetzt keine Zeit für. Komm, trinken wir noch einen Schluck, wenn du so durstig bist. Und ich hoffe, wir müssen da unten. Ach, ist denn das so neblig? Auch noch mal ein bisschen looten. Axtmod, fertige die Feuerwehr-Axtmod, versuche. Okay. Bitteschön. Und ein Glas Honig. Yeah. Mein Kabel vom Kopfhörer irgendwie. So, hier ist bestimmt bloß Stoff und so drin.
Naja, komm, wir müssen es erstmal mitnehmen. Achso, den Stuhl können wir mitnehmen. Nee, den wollte ich nicht mitnehmen. Okay, hier ist weiter sonst. Achso, warte mal, das ist ein Polizeiwagen. Da gibt es meistens coole Sachen. Verschlossen stand da. Okay. Achso, ich nehme die Dietrich dafür. Okay, verstehe. Na, mal gucken. Meistens bricht er ja eine Sekunde vorher ab. Oh, Schwein gehabt. Okay, eine Dreier-Schrotflinte ist schon mal besser. Hat er die nicht mitgenommen? Oh Gott, habe ich jetzt mal die falsche Taste gedrückt? War doch. Ja, ja. Muss mal aufpassen, da respawnt auf jeden Fall jetzt immer ein Zombie. So, hat man den schon durchsucht? Den hat man schon durchsucht, den noch nicht. 15 Uhr im Spiel, ey, ist ja Wahnsinn. Naja, wir haben mal ewig nach Hause gebraucht. Ne? Och, komm schon. Benzin. Benzin ist gut. Oh, hier ist eine Sporttasche. Zweier Bogen. So, der Hund kommt ja hoffentlich nicht wieder. So, schmeißen wir erstmal das Zeug erstmal in die Kisten wieder. So, und dann gucken wir, dass wir noch schnell nochmal die Nachbarschaft abklappern können. Naja.